Hey Leute, was geht ab und willkommen zu diesem neuen Video. Die Firma BenQ hat ja schon eine ganze Weile in Sachen Beamer ein Wörtchen mitzureden. Letztes Jahr hatte ich auch einen riesengroßen 4K-Beamer von denen hier zum Test. Naja, und was soll ich sagen, die WM wurde dadurch auch nicht gerettet. Doch der GV1 hat etwas Besonderes zu bieten. Ich muss zugeben, zu Beginn wusste ich nicht so recht, ob dieses Produkt auch wirklich so eine Daseinsberechtigung hat und was ich damit anfangen soll. Deswegen hat auch dieser Test extrem lange Zeit gedauert. Ich hatte den Beamer irgendwie im Schrank und vergessen und jetzt habe ich ihn wieder ausgepackt, weil ich wirklich ein paar Mal das Bedürfnis hatte, den mal zu nutzen. Es ist ein ultrakompakter Beamer, der mit einem integrierten Akku ausgestattet ist und daher komplett kabellos betrieben werden kann. Mitgeliefert wird nicht nur der Beamer selbst, sondern bekommen wir hier auch eine passende Tragetasche, das Ladegerät für den Akku, ein Highspeed USB-C Kabel und eine Fernbedienung. Die sieht richtig cool aus, die Fernbedienung, doch ich muss echt zugeben, wenn wir ehrlich sind, die Fernbedienung kennen wir doch schon irgendwoher. Ein tragbarer Beamer also, komplett kabellos. Damit lassen sich natürlich dann auch Videos und Bilder beispielsweise vom Smartphone direkt an irgendeine Wand projizieren. Vom Aussehen her sieht das aber gar nicht so aus wie ein herkömmlicher Beamer, sondern eher wie so eine Art Bluetooth-Lautsprecher. Denn der untere Teil ist nicht umsonst mit solchen Löchern in der Optik versehen, sondern sind da wirklich auch Lautsprecher mit 5 Watt Leistung verbaut. Damit hat man bei den Videos auch den passenden Sound. Vom Design her bin ich aber wirklich angetan. Es ist schlicht, aber auch edel. Es wirkt extrem hochwertig und scheint es nicht so, dass er bei einem Sturz sofort kaputt geht. Außerdem muss ich zugeben, dass dieses Gelb das Ganze ein bisschen aufpeppt. Das ist jetzt nicht meine Lieblingsfarbe, allerdings passt es hervorragend einfach zu dem restlichen Modell und es hat auf jeden Fall einen Wiedererkennungswert. Der Beamer ist bekannt und wer den schon mal gesehen hat, es wirkt extrem cool. Dieses Video ist entstanden durch die freundliche Unterstützung von pCloud. Bei pCloud ist zwar das P im Logo klein geschrieben, aber Privatsphäre ist im Fokus. Das ist eine echte Alternative zu iCloud, Dropbox oder Google Drive und vor allem ist es deutlich günstiger. Außerdem gibt es im Gegensatz zu Dropbox keine Begrenzung, mit wie vielen Geräten man das nutzen möchte. Man kann übrigens nicht nur Dateien hochladen und bekommt auch noch von überall Zugriff, sondern bekommt man einen sogenannten Krypto-Ordner, der 256-Bit AES-Verschlüsselung nutzt. Das ist die maximale Verschlüsselung und wird auch beispielsweise von 1Password genutzt. Es gibt auch einen Audio- und einen Videoplayer, das heißt man kann einfach MP3s oder Videos hochladen und kann sie auch direkt in der App abspielen. Dann werden euch die Dateien natürlich direkt angezeigt, doch sie befinden sich nicht mal auf eurer Festplatte, sondern in der Cloud. Dadurch spart man sich natürlich einiges an Platz auf eurer eigenen Festplatte. Komplett kostenlos bekommt man übrigens 10 GB als Speicher, doch wem das nicht reichen sollte, der kann für 3,99 € im Monat den Speicher auf 500 GB erweitern. Außerdem kann man einen Lifetime-Plan abschließen, das bedeutet, man muss nur einmal bezahlen und kann danach sein ganzes Leben lang kostenlos den Dienst nutzen, ohne lästige Gebühren für das Abo. Die Installation ist total einfach, man muss einfach nur das Smartphone mit dem Beamer verbinden und der Rest ist einfach sehr intuitiv. Was mich aber überrascht hat, ist die Tatsache, dass der Beamer sogar Keystone-Korrektur unterstützt. Das ist nämlich mit diesem kleinen Sensor möglich, der misst die Beschaffenheit der angestrahlten Fläche und wenn etwas verzerrt sein sollte, wird automatisch das Bild korrigiert. Denn nicht überall, wo man jetzt einen Beamer einstrahlt, ist eine ultraglatte Leinwand zu finden. Und auch bei mir an der normalen Hauswand hat das Bild gut ausgesehen. An der Seite ist auch noch ein Fokusring, mit dem man natürlich dann das Bild dynamisch schärfer stellen kann. Wie es aber zu erwarten war, ist die Helligkeit bei so einem kleinen Beamer eher weniger gut. Aber das wäre ja wirklich zu viel verlangt. Ich meine, mich hat auch erfreut, dass man den Beamer auch auf ein Stativ festmachen kann. So hat man noch mehr Möglichkeiten, was mich echt überrascht hat. Außerdem wird sowohl Miracast als auch AirPlay und alle sonstigen gängigen Konnektivitäten unterstützt. Wenn man jetzt beispielsweise im Urlaub ist und im Hotelzimmer nur einen kleinen Fernseher bekommt oder wenn man auf einen Campingplatz geht oder in eine Ferienwohnung, wo der Fernseher immer etwas zu klein geraten ist, dann muss ich zugeben, dann ist der Beamer auf jeden Fall richtig cool und hat dann einfach die Möglichkeit, super schnell und praktisch einfach an jede Wand ein Bild zu projizieren, wo ich wirklich auch gemerkt habe,
da macht es auch wirklich Sinn. Und ansonsten könnt ihr selber entscheiden, was ihr von diesem Produkt haltet. Ich für meinen Teil habe lange dazu gebraucht, aber jetzt im Sommer muss ich zugeben, dass ich das richtig, richtig cool finde. Vor allem ist es jetzt wirklich deutlich mobiler als früher und vor allem auch bezahlbar. Ich verlinke es euch natürlich unten, könnt ihr mal bei Amazon rausgucken. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, weil dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin. See ya. Cause it's hard for my soul.